So, und mal wieder herzlich willkommen zurück zum Portal 2 Let's Play. Ja, diesmal gibt es nicht viel zu sagen, wir legen einfach mal los. Moment, vorher möchte ich mir gerne hier die Musik ein bisschen leiser machen, weil sonst verstehe ich meine eigene Stimme nicht. Ja, so ist akzeptabel. Oder warte mal, ich setze mal so den alten Kopfhörer so ein bisschen weg vom Ohr. Gut. So, es geht los. Spielladen. Wir waren hier. So, und los geht's. Auf ins Geschehen. Ja, das war auch der letzte Ladescreen auch. Das sind ja keine Ladesequenzen, das sind ja Ladescreens. Also Ladescreen, da sieht man ja nur ein Bild. Bei Sequenzen, da ist ja irgendwie so ein, glaube ich, ein kleiner Kurzfilm, Kurzmovie. Ist ja auch egal. So, und los geht's ins Geschehen. Ich glaube, jetzt müsste es losgehen mit der Flucht, wenn ich nicht irre. Ach, die Stelle kenne ich doch. Kommt nur die Frage, wie das jetzt war. Moment. Aua. Moment mal, ich muss mal kurz gucken, wie das war. 1, 2 und 3. Ich glaube, irgendwo hier und dort. Also 1 ist schon mal drin. Then I make mal so. Ach so, Moment mal. So, war hier. Ach, hier waren nur zwei Würfel. Ach Mist. Ah, so geht's auch. Und ich glaube. Ach, genau so war es, glaube ich. Ups. Und so. Aber ich glaube, hier müsste irgendwo auch ein Easter Egg gewesen sein in dem Level. Haha. Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Au. Jetzt habe ich aus Versehen ducken gedrückt, statt springen. Hört man die Musik? Ich glaube, hier müsste irgendwo ein Easter Egg sein, aber ist ja egal. Sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Hm. Ja, aber bei manchen geht das halt nicht so gut. Also bei manchen Leuten. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie das zum Thema gepasst hat. Wahrscheinlich gar nicht, aber ist egal. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Sondern eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Ja, kommt nur die Frage, was denn das letzte Konfetti gewesen ist. Ja, ja. So, also irgendwie jetzt müssen wir hier so einen Würfel bekommen. Okay. Push the button and have a look at the... Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ah. Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt es, lauf! Oh, ho, ho, ho. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Lauf, links, rechts, links. Nur noch mal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Ja, okay. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier lang muss. Oh, war doch richtig gut. Weil ich dachte jetzt irgendwie... okay. Ah, cool. Ja, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ich glaube, im letzten Teil habe ich mich verlaufen ein wenig. Nicht im letzten Teil, sondern als ich das selber gespielt habe.
Ah, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ist ja auch egal. Na los, na los! Move, move! Ach, jetzt wäre ich hier, glaube ich, eingesperrt. Hopsa! Hopsa! Und... Hopsa! So. Und dann war hier oben, hier hinten, glaube ich. Ha, genau. Huch! Hier geht's gut, super, los! Super, los, wohin? Ah. Hier lang, hier lang! Ach, da gab's, glaube ich. Moment mal, ich möchte mal was versuchen. Das war ein bisschen böse. Guck's so. Da ist der Ausgang, wir haben's fast geschafft. Wir lässt alles zusammen. Hier lang. Ja, 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 okay. Cool, schon wieder laden. Wie ich mich freue. Jetzt gerade, wo es so spannend ist. Lad fertig hier. Lad fertig. Ich möchte weiter zocken. Ja. 3, 2, 1. Juhu. Teil 5. Die Flucht. Achso. Ah. Ja, okay. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Okay. Beruhigen. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee. Aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Nö. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Wahrscheinlich auch, wenn er redet, soll er sterben, aber... Ganz schön dunkel hier, was? Zum Glück nicht. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate... Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Ups! Frag mich, warum die keinen Fallschaden nehmen. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Whee. Oh, schön gemacht. Ja, okay. Ja. Oh. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Gut, also kommt jetzt wieder ein Ladesequenz. Oder auch nicht. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ist mir neu. Ah. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen.